So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch einmal zeigen, wie ihr den Weihnachtsbaum bei Scum euch besorgen könnt. Weil ich mitbekommen habe, dass der eine oder andere das noch nicht rausgefunden hat, wollte ich euch einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. So sieht der ganze schöne Baum in voller Pracht aus. Was ihr auf jeden Fall euch schon mal besorgen könnt, ihr braucht Seile. Ich habe jetzt hier einfach mal 10 Seile mitgenommen. Und dann geht ihr in das Schneegebiet, um euch dort einen Tannenbaum zu fällen. Ich gehe dort mal eben schnell oben in die Berge und dann sehen wir uns gleich dort wieder. Bis gleich. So, dann im Schneegebiet angekommen, suchen wir uns jetzt eine schöne Tanne aus, die uns zusagt. Ich nehme jetzt einfach mal direkt die hier. Die fällt ihr dann. Ihr braucht Minimum ein Messer dafür. Das machen wir jetzt mal im Fix. Zack. So, jetzt haben wir die Tanne da liegen. So, jetzt gehen wir auf Handwerk. Gehen wir nach ganz unten. Dann hier diese verpackte Douglasie. So, dafür brauchen wir jetzt 6 Baumrindenseile oder halt generell Seil. Also Seile, ne, Draht und wie halt auch immer. Dann craften wir das. Dann packen wir den quasi ein. Spannen wir schön das Netz drum. Zack. Wie ihr jetzt schon seht, habe ich den jetzt hier schon auf der Hand. Zack. Warte mal, wir machen das mal eben. So. Genau. Jetzt haben wir den am Rücken gespannt. Und jetzt geht ihr damit einfach nach Hause. Und stellt den erstmal auf. Das mache ich jetzt. Wir sehen uns gleich wieder. So, zu Hause angekommen dann. Geht ihr dann aufs Handwerk unter Base Building. Und hier seht ihr den Weihnachtsbaum. Den placet ihr euch dann einmal dahin, wo ihr den nicht gerne stehen haben wollt. Ich stelle den jetzt einfach mal. Stelle ich den mal noch hin? Nein. Stell mal hier hin. So, jetzt braucht man halt den Tannenbaum, den wir gerade gefällt haben. 15 Kugeln und 3-mal Seil, Draht oder was auch immer. Das einmal erst hinzufügen. Ja gut, wir würden jetzt in dem Fall halt noch 6 Weihnachtskugeln fehlen. Aber ich denke, der Rest erklärt sich von alleine. Ihr baut jetzt halt, ne, den verpackten Baum, die Kugeln und halt Seil bzw. Draht. Ja, dann habt ihr den halt hier so stehen. Ab dem 25. Dezember soll dann ja, das Weihnachtsevent quasi losgehen. Dann sollen wohl Geschenke unter den Tannenbaum immer kommen. Ich bin gespannt. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen von dem Video. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch schöne Weihnachtstage in Scum und auch in Real Life. Ja, lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar da, wenn ihr jetzt auch schon den Tannenbaum stehen habt. Und ja, schreibt mir einfach mal drunter, was ihr ab dem 25. Dezember so unterm Tannenbaum bei Scum hattet. Würde mich mal interessieren. In dem Sinne, haut rein, macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.